Frau Fröse-Kindermann, welche wesentlichen Erkenntnisse ergeben sich aus dem Geschäftsbericht für den Sozialbereich der Stadt Herford? Wir haben vier Kernbotschaften. Das erste ist, die Einkünfte, Renten oder ähnliches, reichen in vielen Fällen nicht aus. Wir werden eine steigende Anzahl von Menschen ab dem Alter von 65 Jahren haben, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Erschreckend ist auch die Erkenntnis, dass bereits unterhalb dieser Altersgrenze viele jüngere Menschen dauerhaft erwerbsgemindert und daher auf Grundsicherung angewiesen sind. Wir konnten ferner feststellen, dass die Wohngeldfälle stabil sind. Das heißt, dass viele Familien, aber auch Einzelpersonen im Einkommen nicht viel höher sind als Menschen, die Sozialleistungen beziehen und daher diesen Zuschuss beanspruchen können.